Guten Tag, mein Name ist Ken Blöcker, ich bin Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste. Zweimal im Jahr bitten wir hier die Unternehmen im Westen um Schleswig-Holstein um ihre konjunkturelle Einschätzung. Unsere Umfrageergebnisse zeigen diesmal auch, dass die Ausbildungsbetriebe in überwiegender Mehrheit in unseren, an ihrem Ausbildungsangebot auch festhalten werden. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Die Unternehmen wissen nur zu gut, dass die Ausbildung natürlich die Fachkräfte von morgen sichern wird. Die Anzahl der Unternehmen, die ihren Personalbestand verkleinern wollen, hat sich im Vergleich zur letzten Umfrage oder zur Umfrage aus dem Sommer von letzten Jahres verdreifacht. Aber vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels werden die Unternehmen alles daran setzen, ihr Personal zu halten. Wir gehen daher nicht davon aus, dass es in der zweiten Jahreshälfte hier im Westen von Schleswig-Holstein zu einer Entlassungswelle kommen wird. Die Betriebe reagieren vorrangig mit der Anpassung ihrer Arbeitsnachfrage durch Kurzarbeit. Stichwort Kurzarbeit. Die Tatsache, dass die Unternehmen bislang ihre Mitarbeiter halten können, hat auch und sind auch optimistisch, das auch in Zukunft tun zu können, hat natürlich nicht unwesentlich mit dem Instrument der Kurzarbeit zu tun. Die Kurzarbeit ist ein wichtiges Werkzeug für die Unternehmen. 37% der Befragten führt derzeit Kurzarbeit durch oder plant deren Einführung. Welchen Erdrutsch die Corona-Pandemie in nur wenigen Monaten ausgelöst hat, machen auch zwei Werte deutlich. Bei unserer letzten Umfrage im Winter gab nur 1% an Kurzarbeit zu nutzen. Und selbst auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, haben wir mal in die Akten geguckt, waren es 22% bei uns, die das in Anspruch nehmen. Jetzt sind es 37%. Wenn ihr über die wirtschaftlichen Entwicklungen bei uns an der Westküste auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt und abonniert uns.